Fleckenstein ist der SPD-Europaabgeordneter. Frohes neues Jahr, Herr Fleckenstein. Das wünsche ich Ihnen auch. Es wird ja ein spannendes Jahr 2019 mit der Europawahl, oder wie sieht's? Ja, ich hoffe zumindest, dass es spannend wird, weil wir Hamburger brauchen wenigstens ein oder zwei Europaabgeordnete. Und im Moment sieht das alles noch ein bisschen knapp aus. Deshalb müssen wir dafür werben, dass diejenigen zur Europawahl hingehen im Mai, die wollen, dass diese Europäische Union wirklich weiterentwickelt wird und nicht diejenigen hingehen, die sie eigentlich abwickeln wollen. Dann werben Sie noch mal ganz kurz vor der Kamera. Was sind denn die großen Themen aus Ihrer Sicht dann für Hamburg in Europa? Naja, wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, in Europa, in Brüssel Vertreter zu haben, wenn es darum geht, die Elbe zu vertiefen, wenn es darum geht, auch unsinnige bürokratische Hemmnisse abzubauen, wie es zum Beispiel bei dem Port Package geschehen ist. Oder wenn es darum geht, dass am Flughafen die Leute ordentlich bezahlt werden und nicht noch mehr geknechtet werden, in Anführungszeichen. Die Passagiere dann noch länger auf die Koffer warten müssen in der Konsequenz? Exakt, um die Bodendienstleistungen geht es in erster Linie. Also viele Dinge, die auch in Hamburg eine Rolle spielen, aber nicht nur in Hamburg natürlich. Genau, wir gucken gerne nach Brüssel, aber noch lieber gucken wir natürlich auf die Hamburger Umfrageergebnisse, die der Chefredakteur Lars Haider ja gerade verkündet hat. Die SPD läge bei 30%, hat also verloren. Ja, was muss die SPD tun, damit sie nicht noch weiter verliert und von den Grünen überholt wird? Ich bin ganz sicher, Lars Haider hat sich einfach verlesen. 30% bezieht sich, glaube ich, auf die Europawahl. Ich glaube, die Erklärung ist zu einfach, Herr Fleckenstein. Nein. Das ist eine Momentaufnahme und alle wissen, dass sie ordentlich noch was zulegen müssen, damit sie ein überzeugendes Ergebnis haben. Das gilt natürlich auch für die SPD. Das, glauben Sie, gelingt dem Team um Peter Tschentscher? Ja, wir werden erstmal ein ordentliches Ergebnis bei der Europawahl haben, dann bei der Bezirksversammlungswahl und dann gucken wir mal weiter. Ich bin sicher, mit dem Bürgermeister können wir noch mehr rausholen. Dann sprechen wir nochmal nach den ganzen Wahlen. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Dankeschön.